Du erkennst es ganz plötzlich und du hast vorher überhaupt keine Ahnung. Es ist so, dass auf einmal du das Gefühl hast, dass das ganze Universum mit dir spricht und danach ändert sich alles. Es geschieht in einem Moment ohne Vorwarnung und ohne Vorbereitung. Und danach kann sich alles zum Besseren wenden. Dein spirituelles Erwachen in 5D. Und wenn du daran interessiert bist, mehr über dieses Thema zu erfahren, dann schau dir unbedingt dieses Video bis zum Schluss an, denn es kann auch dein Leben verändern. Ich hatte ein tiefgehendes spirituelles Erwachen. Nicht nur eins, mehrere. Und die sind alle ohne Vorwarnung geschehen. Die haben mich alle sozusagen überrannt, mitgenommen und ich stand da. Gefühlt stand da und habe erstmal nur gestaunt. Und das ist ein Erlebnis, was dein Leben verändert, was dein ganzes Bewusstsein anhebt und so ein riesengroßer Aha-Effekt, den du im ersten Moment noch gar nicht so richtig begreifen kannst. Und das ist der Weg in 5D. In 5D ist das, was jetzt für uns greifbar ist, was für alle Menschen da ist und wo wir alle hinkommen können. Da gibt es so ein paar Dinge zu beachten, die man vorher, ja, die man einfach in sein Leben integrieren sollte und sich darum kümmern sollte, dass man sich also spirituell weiterentwickelt und dadurch das Erwachen ermöglicht. Also Erwachen geschieht nicht mit einem einzigen Mal, sondern es sind natürlich verschiedene Schritte. Mein allererstes Erwachenserlebnis, das erzähle ich euch jetzt mal. Das war so, ich war am Boden zerstört. Ich war total am Ende, hatte alle materiellen Werte verloren. Ich hatte kein Geld. Ich hatte keinen Beruf mehr. Die Ehe war geschieden. Das Haus war weg. Ich stand einfach nur so da und wusste tatsächlich nicht, was ich machen sollte. Und dann habe ich mit meiner Seele nach innen, nach oben gefragt, was soll ich denn jetzt tun? Was ist denn los? Und dann kam es ganz plötzlich. Das ist das, was ich euch beschreiben wollte. Es kam so plötzlich in mich rein. Eine Stimme sagte zu mir, Monika, wir warten schon so lange auf dich, komme jetzt zu uns. So ähnlich war diese Stimme so dunkel. Und ich bin sowas wie zusammengezuckt und war fast gelähmt. Ich habe gedacht, oh Gott, was ist denn das jetzt? Und natürlich hatte ich mich dann auch wieder beruhigt und habe das ergründet und nachgeschaut, ja, in meinem Inneren nachgeschaut, nachgefragt. Und dann haben sich die ganzen spirituellen Themen geöffnet und ich habe mich also da dafür interessiert und mit der geistigen Welt verbunden. Ich begann tatsächlich, meine Fähigkeiten haben sich dann entwickelt dadurch. Die hatte ich 10, 15 Jahre stillgelegt. Ich hatte mich entschieden, nein, ich mache jetzt keine Spiritualität. Der Drang war damals sehr stark. Ich sollte mich da reinbegeben. Die geistige Welt hatte mir das gesagt, aber ich habe nicht hingehört. Hatte meinen eigenen Kopf. Und dann kam es aber dann mit so einer Wucht, haben sie mich gerufen und dann habe ich natürlich auch ja sofort erkannt, du hattest dich doch mal entschieden, du hattest doch mal gesagt, das kommt später. Und dann bekam ich wieder Zugriff auf, also ich hatte schon immer den Zugriff, bloß dann bin ich wieder draufgekommen, dass ich den Zugriff zu so vielen schönen Fähigkeiten habe und habe mich da weiterentwickelt und dann auch begann ich zu arbeiten und zu wirken in der Spiritualität. Und wie man da hinkommt oder was da alles dazugehört, das möchte ich jetzt gerne mal so ein bisschen mit dir durchgehen, denn ich weiß, dass so viele Menschen sich gerne weiterbilden möchten und da auch vorankommen möchten in der Spiritualität. Und da geht es halt im ersten Moment auch immer darum, ja, seine eigenen Resonanzen aufzulösen. Je mehr man von diesen Resonanzen aufgelöst hat, umso einfacher ist es. Mit Resonanzen meine ich, dass du das, was du denkst, anziehst.
Das ist das Gesetz der Resonanz, das universelle Gesetz, und es wirkt bei jedem Menschen, egal ob er dran glaubt oder nicht. Und wenn du jetzt negative Resonanzen hast, also wenn du dich zum Beispiel über irgendjemand ärgerst, über etwas aufregst, dann wirst du Ärger anziehen. Dann wirst du immer genau das anziehen, für was du gerade Gefühle entwickelst. Und diese Resonanzen, die gilt es einfach zu erforschen und immer nach und nach immer mehr aufzulösen, so dass du letztendlich neutral sein kannst und aus der ganzen Bewertung rauskommst. Ich weiß, das wurde schon so oft gesagt und ich habe das auch wirklich schon so oft gesagt, aber es ist halt etwas, was auch schwer ist, was nicht so einfach ist und was uns ja in der Gesellschaft, wo wir leben, immer wieder übergestülpt wird, diese Bewertungen. Und da gilt es einfach rauszugehen und auch in dem anderen Menschen zu erkennen, dass er wertvoll ist, dass er eine Seele ist, die so wie du auf dem Lebensweg ist, um sich zu erfahren und um vielleicht auch seine eigenen Resonanzen aufzulösen. Und wenn man das erkennt, kommt man viel leichter durch das Leben und hat dadurch schon einen Grundstein gelegt, einfach auf dem man dann aufbauen kann, zum nächsten Schritt übergehen kann. Wenn das so beginnt, bist du erstmal verwirrt, bist total verwirrt in deinem Leben. Du weißt nicht mehr so richtig, was ist jetzt richtig, wo ist mein Weg. Du suchst und du hast auch das Gefühl, dein ganzes Leben löst sich auf. Das war ja bei mir das, bevor diese Stimme zu mir sprach. Plötzlich hat sich alles aufgelöst und du bist dann echt erstmal am Boden zerstört. Also so war es eben bei mir. In dem Moment solltest du nicht aufgeben. In diesem Moment solltest du weitermachen, solltest du weiter suchen. Denn sonst kommst du einfach nicht vorwärts. Also wenn so was Schlimmes passiert, dann denke an meine Worte und mach einfach weiter. Gehe deinen Weg weiter. Und im Nachhinein kann man das natürlich leicht sagen, aber egal wie schlimm die Dinge sind, die geschehen, es gibt immer einen Weg. Und das ist ganz wichtig, dass du das erkennst und auch dann daran glaubst, an deinen persönlichen Weg glaubst. Denn dieser persönliche Weg, das ist dein Seelenweg, dein Lebensweg, den hast du dir ja selbst ausgesucht. Und je nachdem, wie viele Resonanzen oder wie viele Umwege du gehst, du wirst immer diesen Lebensweg gehen. Da ist nichts dran zu ändern. Du kannst in deinem jetzigen Leben bestimmen, wie du ihn gehen wirst. Ob du ihn leicht gehen kannst. Leicht gehen bedeutet, ohne Resonanzen zu gehen, in der Neutralität. Und schwer zu gehen bedeutet, viele Umwege zu machen, dich aufzuregen, dich zu nerven, das Leben ganz schwer zu haben. So ungefähr grob jetzt mal beschrieben. Was ganz wichtig ist, ist auch diese Ungeduld. Also man sollte versuchen, auch geduldig zu sein und zu vertrauen. Also Geduld und Vertrauen, das hängt zusammen. Und je mehr Geduld du aufbringst, umso leichter wirst du eigentlich diese Dinge erreichen, die du erreichen möchtest. Denn Ungeduld erzeugt so einen Druck. Und wenn du so einen Druck hast, legt sich dieser Druck auch auf deine Fähigkeiten, auf dein ganzes Leben und dann geschieht nichts oder es fällt dir alles schwer. Also denke auch da an meine Worte, sei lieber ein bisschen geduldiger und nimm die Dinge so an, wie sie sind. Sie sind eben manchmal gar nicht zu ändern, sie sind so da. Und dann ist es immer noch leichter, das so anzunehmen, als wieder gegen anzukämpfen und ungeduldig zu werden und zu schimpfen oder so. Das sind also Reaktionen aus der dritten Dimension und die kannst du abbauen, indem du neutral wirst, indem du akzeptierst und dennoch deinen Weg gehst, denn dadurch wirst du ihn leichter gehen. Was halt auch auf diesem Weg noch sehr wichtig ist, die hochsensiblen Menschen unter uns, die spüren intensiv die Energien der anderen Menschen und die spüren auch sehr intensiv,
wenn jemand negative Gedanken hat. Und das kann sehr belastend sein. Und gerade da empfehle ich euch auch, geht in die Neutralität, versucht wirklich, euch abzugrenzen, macht hier so einen Schutzkreis um euch herum und lasst da niemand rein. Also mir geht es ja auch so, wenn ich auf der Straße spazieren gehe und wenn ich da meinen Kanal und alles nicht zumache, wenn ich das nicht alles abschließe, bekomme ich tausend Informationen, die will ich ja alle überhaupt nicht haben. Also schließe ich mich ein in so eine Kugel und mach bewusst all meine Kanäle zu und dann geht mir das gut, dann kann ich da durchlaufen, dann bin ich überall, fühle ich mich auch wohl, weil ich tatsächlich nur in meiner Energie bin. Und wenn jetzt aber ein Kunde zu mir kommt und eine Hilfe möchte, dann öffne ich mich nur für diesen einen Kunden und kann dann auch mit seiner Seele kommunizieren. Also das so als Ratschlag, wirklich schützt euch extremst gegen alle möglichen Einflüsse, die ihr spürt, weil ihr eben hochsensibel seid. Das ist eine tolle Begabung, wenn man hochsensibel ist, weil man ja da die Fähigkeit hat, wirklich hell zu sehen, hell zu fühlen, zu heilen. Und das sind diese Grundlagen dafür. Nur musst du es halt auch irgendwie handeln können, dass du in deiner Kraft bleibst. Und dazu ist es wichtig, dass du nicht auf das Äußere achtest, sondern nur auf dein Inneres. Dass du genau weißt, hier in meinem Herzen, in meiner Seele, da bin ich sicher, da habe ich meine ganze Kraft. Und alles, was außen herum ist, interessiert mich nicht. Das muss er, also ich habe das so für mich verstanden und ich mache das so. Und du kannst es für dich probieren, ob das für dich auch jetzt ein Weg ist und ob du so besser durch dein Leben kommst. Ich kann ja nur euch Anregungen geben und aus meinen Erfahrungen erzählen. Und ich bin also da sehr gut damit zurechtgekommen. Wichtig ist auch, dass man nicht so sehr an negativen Dingen festhält. Ja, auch wenn dir vielleicht mal irgendwo vielleicht was komisch vorkommt und du da so in Zweifel kommst, dann lass es gleich wieder los. Lass es los, weil das belastet nur. Also alle negativen Dinge einfach loslassen und dich nicht drum kümmern. Und je mehr du sensibler wirst, je höher dein Bewusstsein auch steigt, umso mehr erkennst du die Illusionen der Gesellschaft. Das, was hinter dem Schleier geschieht, du blickst einfach mehr durch, du fühlst mehr, ob alles, was hier in unserer Gesellschaft richtig ist oder nicht richtig ist. Man kann dir nicht mehr so viel falsche Dinge oder so viel Dinge vortischen, die nicht der Wahrheit entsprechen. Du fühlst genau oder intensiver, was die Wahrheit ist. Und wenn du in 5D bist, dort kann niemand mehr lügen. Das ist der Punkt. Dort ist alles offen. Und dort werden sich die Menschen schwer tun, die eben es gewöhnt waren, hier in der Dualität viel zu lügen. Die werden da auch noch gar nicht reinkommen. Also das wird alles sofort erkannt. Jede kleine Unwahrheit hat dort keine Chance. Und das ist eigentlich sehr schön. Ja, das ist sehr schön, weil du in völliger Klarheit mit deinen Mitmenschen bist. Ja, es ist diese Aufrichtigkeit, die da ist und auch die Akzeptanz, weil du ja jeden so akzeptierst, wie er ist und dadurch dann diese Probleme, diese Reibereien, die sind weg, die sind einfach nicht mehr da. Und dadurch entdeckst du auch eine ganz besondere neue Achtsamkeit, diese Achtsamkeit, mit der du das Leben anders verstehst, in der du deinen Fokus auf das Positive richtest und dadurch Kraft bekommst und auch durch diese Kraft dann über die Achtsamkeit, das ist so wichtig, den Weg zu Gott findest. Denn über die Achtsamkeit, über die Schönheit der Schöpfung spricht Gott zu dir. Das sollten wir nie vergessen. Gott spricht zu dir über die Blumen, über die Bäume, über den Regen, über die Tiere, über alles, was um dich herum ist, spricht er über die Vollkommenheit der Schöpfung zu dir und er berührt ganz tief in deinem Herzen die Seele, wenn du es zulässt.
Und dann verstehst du plötzlich, wie es ist, in der fünften Dimension zu sein. Dann ist es, erkennst du es ganz plötzlich, ohne Vorwarnung, ist auf einmal dieses Wissen da und du denkst, oh wow, ja, das ist es. Das sind natürlich mehrere Schritte, die man geht, aber das ist jetzt so all das, was ich erlebt habe. Ich habe zwischendrin auch noch andere Erwachensschritte gehabt. Und zwar ist es auch möglich, wenn du in einer tiefen Meditation bist. Du musst die nicht mal selbst machen. Also du hörst zum Beispiel bei einer Meditation zu, lässt dich fallen und tragen. Und auf einmal, ganz plötzlich bist du in einer Lebenssituation. Also du bist in deinem physischen Körper, aber du erlebst ein Leben aus deinem früheren Leben ganz intensiv, so wie es real wäre. So wie es real wäre, so wie ich jetzt mit dir spreche, erlebst du das ganz intensiv und du kommst gar nicht auf die Idee, dass du das nur erlebst, sondern du bist tatsächlich in dem Moment der Mensch, der du damals warst. Und das ist, und dabei erkennst du, wer du bist, wer du warst. Du bekommst also viele Informationen über deine früheren Leben. Davon gibt's ja ganz viele. Und so hatte ich auch schon sehr schöne Erlebnisse gehabt, wo ich mich also selbst gesehen habe. Ich wusste das, dass das eine Inkarnation von mir ist und dann wusch, hat mich das so richtig reingezogen. Dann war ich da drinnen und habe das nochmal durchlebt. Und das ist so ein großes Aha-Erlebnis. Und dass dieses Wusch, das kommt auch ganz plötzlich. Du hast es ja gar nicht in der Absicht gehabt. Du wolltest ja gar nicht sowas erleben. Und das ist wichtig. Du bist immer in der Absichtslosigkeit. Du willst sowas gar nicht erleben. Und dann passiert es ganz plötzlich. Und das ist jedes Mal so eine große, fast schon ein Schock, so eine große Sache, dass du erstmal wow denkst. Ich war auch einmal im Bus, da bin ich von einer Freundin nach Hause gefahren, saß im Bus und habe so ein bisschen noch drüber nachgedacht, was wir alles getan haben, war so ein bisschen in Trance, der Bus hat so geschaukelt und ich habe mich da so tragen lassen und hatte die Augen geschlossen und auf einmal sah ich vor mir Jesus, aber ganz genau jeden einzelnen, wie sagt man denn, Falte, jeden Gesichtszug so haarscharf sah ich ihn vor mir. Ich bin echt richtig erschrocken in dem Moment und habe ihn dann auch angeschaut. Und auch das war so ein Erwachenserlebnis, weil du in dem Moment richtig in dieser Situation drin bist und gar nicht merkst, dass dann nach außen, dass du eigentlich im Bus sitzt, zum Beispiel jetzt bei dem Beispiel. Ja, also solche Erlebnisse, die häufen sich, die hast du immer mehr und daran erkennst du, dass du in 5D bist in dem Moment. Und das wünsche ich mir für euch alle, dass wir uns in 5D wieder treffen und dort eben gewachsen sind in unserer Spiritualität. Und ich werde jetzt mit euch einfach mal eine geführte Meditation machen. Ich weiß noch überhaupt nicht, was gesagt wird. Ich weiß gar nicht, wie es sein wird. Ich vertraue auf meine Seele und lasse mich hören. Und ich lade euch ganz herzlich dazu ein. Lasst euch fallen, lasst euch tragen und es darf das geschehen, was geschehen soll, was geschehen wird. So, dann sprühe ich mich jetzt heute mal nur mit meinem Ursprungslicht ein. Das heißt nur, das ist ja schon die Verbindung zur Quelle. Lieber Mensch, ich darf dich ganz herzlich begrüßen zu dieser Meditation. Und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist.
Um zu beginnen, bitte ich dich, deine Augen zu schließen und von deiner äußeren Aufmerksamkeit in deine innere Aufmerksamkeit hineinzugehen. Nimm einen tiefen Atemzug und spüre, wie die Liebe dich durchfließt. Und nun lade die Engel ein, welche dir gerade einfallen oder welche sehr gerne bei dir sind. Lade nun deine Lieblingsengel ein, sodass sie bei dir sind und dich jetzt unterstützen. Du wirst in diesem Moment spüren, wie sie sich vor dich hinstellen, um dich herumstellen, dich halten und vielleicht sogar streicheln. Du fühlst dich wunderbar wohl, aufgehoben, von Liebe getragen und diese Situation, die ist dir so vertraut, dass sich dein Herz öffnet und du vielleicht sogar spürst, wie dein Herz ganz groß wird, wie es sich ausdehnt und dich vollkommen einhüllt, so wie eine große goldene Sonne. Und so erlaube dir, dich so tief wie du kannst, jetzt in dieses Gefühl hineintragen zu lassen. Die lieben Engel sind ja bei dir. Sie schützen dich und sie singen für dich. Sie singen deinen Namen. Sie singen die Worte der Liebe, der vollkommenen Liebe Gottes, welche jetzt zu dir getragen wird. Und diese Liebe vermischt sich jetzt mit der goldenen Sonne deines Herzens. So lass es zu, dass sie dich berührt und noch weiter öffnet. Und vielleicht spürst du ja die Verbindung deines göttlichen Feuers zu der göttlichen Liebe, welche immer bei dir ist. Vielleicht spürst du dieses intensive Feuer der Liebe in dir wachsen und spürst auch diesen Strahl der Liebe, welcher dich nun dahin führt, wo es deine Seele für wichtig hält, dass du dort sein sollst. Lass es ruhig geschehen, denn jetzt in diesen Momenten kann alles geschehen. Es kann alles geschehen, was jetzt wichtig ist. Und so lass dich tragen von den Energien in eine Inkarnation, welche wichtig für dich ist. In ein Leben, in welchem du erkennen wirst, wer du damals warst. Welche Fähigkeiten du hattest. Und genieße alles, was jetzt geschieht. Denn es ist deine Seele, welche zu dir spricht. Es ist deine Seele,
welche ganz nah jetzt bei dir ist. Du kannst auch deine Seele fragen, was alles das bedeutet. Und vielleicht gerade in diesem Augenblick eröffnet sich ein neues Feld der Erkenntnis in dir. Dazu gebe ich dir nun Zeit. Lass dich fallen in die Töne der Wirklichkeit und sei achtsam und in tiefer Liebe verbunden mit allem, was ist. Und dann nach einer Weile, wenn du alles gesehen hast, was jetzt für dich wichtig war, tragen dich deine Engel wieder in dein Hier und Jetzt, in dein irdisches Leben. Aber die Bilder oder die Gefühle oder die Erkenntnisse, die du hattest, trägst du tief in deinem Herzen. Du bewahrst sie dort für dich auf. Denn aus jedem Erlebnis dieser Art entsteht bald ein vollkommenes Bild deines Lichtes. Und so kommt ein Puzzleteil zum anderen hinzu und du erkennst immer mehr, wer du in Wirklichkeit bist. Ich danke dir für dein Licht. Und wenn du wieder hier in deiner Dimension, in deinen Räumen ankommst, bewege dich, bewege Hände und Füße und öffne in deiner Geschwindigkeit die Augen und sei wieder ganz hier. Es war so schön. Es war so schön. Ich tauche so gerne in diese Energien ein. Und ich hoffe, ihr habt auch ganz tief euch fallen lassen können. Und ich hoffe, ihr habt irgendwas wahrgenommen. Schreibt mir das bitte unbedingt unten in die Texte rein. Und schaut auch bitte immer auf die Videobeschreibung. Da stehen auch noch wichtige Informationen für euch, die ihr einfach nachlesen könnt. Dort steht, wo man die Aura-Sprays bestellen kann. Dort steht, wie das jetzt ist mit dem Marburger Treffen, dem spirituellen Treffen. Das findet ja statt. Und das Datum 6., 7., 8., 8. Und wir werden dort auch im Löwentor am 8.8. zusammenwirken in dieser Energie. Es wurde ja von der geistigen Welt auf dieses Datum verschoben praktisch. Und das hat alles einen besonderen Hintergrund. Da freue ich mich schon drauf und vor allen Dingen, weil wir keine Tests machen müssen in Hessen, weil wir für diese Treffen keine Tests mehr brauchen. Es ist besonders schön, Smarana, dafür. Besucht auch meinen Telegram-Kanal,
Dort gibt es sehr, sehr viele interessante Beiträge, auch von den Smarana-Partnern. Ja, und es wird auch noch ganz viele tolle Webinare geben von der Astralfeld-Therapeuten-Ausbildung. Wir hatten jetzt Teil 1 gehabt und es gibt noch Teil 2 und Teil 3. Eine umfassende Ausbildung, mit der du so gut anderen Menschen und dir selbst natürlich auch helfen kannst. Meine Lieben, ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute, eine wundervolle Zeit und lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns wieder. Küsschen, Umarmung. Tschüss.